Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollegen, ich eröffne die heutige dritte Sitzung des Unterausschusses für Auswärtige Kultur und Bildungspolitik. Der Kollege Missfelder von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat mich gerade angerufen, dass er auf dem Weg hierher ist. Aber ich habe ihm gesagt, dass wir nicht auf ihn warten werden, sondern schon anfangen werden. Ich begrüße ganz besonders unseren heutigen Gast, Herrn Botschafter Wladimir Krinin. Freue mich sehr, Herr Botschafter, dass Sie zu uns gekommen sind. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschen Bundestag. Ich begrüße weiter zum einzigen Punkt der Tagesordnung, der den Meinungsaustausch über das deutsch-russische Jahr angeht, das am 21. Juni 2013 in St. Petersburg von der Bundeskanzlerin und dem Staatspräsidenten Putin ausgerufen wurde, nämlich als Kreuzjahr vom Sommer 2014 bis Sommer 2015, als Jahr der deutschen Sprache und Literatur in Russland und parallel als Jahr der russischen Sprache und Literatur in Deutschland begangen zu werden. Unsere weiteren Gäste, die ich jetzt, so wie sie mir hier aufgeschrieben sind, herzlich begrüße. Vom Goethe-Institut ist Frau Renate Schönhagen hier, die Leiterin der zuständigen Region Osteuropa des Goethe-Instituts ist. Das Auswärtige Amt ist vertreten durch Frau Sparwasser. Vom Deutschen Akademischen Austauschdienst ist Herr Benedikt Prisch hier, grüß Gott, Herr Prisch, von der Alexander von Humboldt Stiftung, Frau Dr. Ulrike Albrecht, und die zentrale Stelle für das Auslandsschulwesen ist vertreten durch ihren Chef, Herrn Joachim Lauer. Meine verehrten Kollegen, es ist ja ganz klar, Herr Botschafter, Sie haben uns endlich mal in diesem Gremium richtig Presse verschafft. Denn die russisch-deutschen Beziehungen sind ja zurzeit in einer heftigen Debatte im Zusammenhang mit dem Konflikt um die Ukraine und der Krim. Und dass die Dinge hier unterschiedlich beurteilt werden, kann jeder nachlesen, auch in den unseren eigenen politischen Lagern. Das ist in der Natur der Sache und ehrt ein freies Land und ist keine Verlegenheit. Dieses Gremium, das Sie heute besuchen, ist das kleinste Gremium des Deutschen Bundestags. Bitte sehen Sie das nicht als Missachtung an. Dieses kleinste Gremium des Deutschen Bundestags ist zuständig für die deutsche auswärtige Kulturpolitik, die es sich zu einem Markenzeichen gemacht hat, immer dann, wenn bis hin zur Sprachlosigkeit, was ja bei uns nicht der Fall ist, aber die Diplomatie in Schwierigkeiten ist mit den Möglichkeiten und Mitteln der Kultur, zu versuchen, wie mit einem Eisbrecher die Dinge ins Positive zu wenden. Das ist auch bei uns der Fall und wir haben das sehr intensiv diskutiert, ob man das in der jetzigen Situation überhaupt in Anführungszeichen darf und ob wir da nicht der großen Politik zu sehr in den Arm fallen. Wir sind von der Arbeit, die wir hier leisten, und von unseren ausgehend von unterschiedlichen Positionen immer wieder einen gemeinsamen Nenner zu finden oder es zumindest zu versuchen, sehr überzeugt. Und wir haben uns bereits in der letzten Legislaturperiode sehr, sehr intensiv und immer wieder mit den Kulturbeziehungen mit Russland beschäftigt. Wir hatten schon länger vor, dieses Thema wieder auf die Tagesordnung zu setzen, weil wir unsere Mittlerorganisationen vom Goethe-Institut bis zum Deutschen Akademischen Austauschdienst immer wieder einladen und auffordern, manchmal gehen wir ihnen auch auf die Nerven, uns über ihre Aktivitäten zu berichten und was an neuen Ideen und Vorstellungen dazu kommen kann. Ich habe vorhin einen alten Spruch
der jetzt die Lage übertreibt, aber der aus der Zeit der deutschen Reformation kommt, benutzt, dass man sagt, dass wir selbst, wenn wir wüssten, dass die Welt um uns herum untergeht, immer wieder versuchen würden, einen Apfelbaum zu pflanzen. Frau Müntefering hat mich vorhin darauf hingewiesen, dass es auch ein Birnbaum sein kann, womit wir bei Anton Tschechow wären. Aber das ist nur eine kleine Arabeske. Ich freue mich sehr, dass Sie hierher gekommen sind. Wir würden uns den Ablauf so vorstellen, dass wir Sie bitten würden, über dieses Kreuzjahr im wahrsten Sinne, das ja sowohl in Russland wie in Deutschland mit einer Fülle von Veranstaltungen stattfindet, am 6. Juni formell in Russland beginnt mit dem 415. Geburtstag von Puschkin und im Jahr drauf, im Sommer 2015, enden soll mit dem 150. Geburtstag von Thomas Mann, womit im Paarlauf russische Seele und deutsche Innerlichkeit auf einen gemeinsamen Nenner gebracht würden. Wir würden uns vorstellen, dass Sie unsere Aussprache mit einer Einführung beginnen. Ich würde dann die Damen und Herren der Mittlerorganisationen bitten, wie vorab im Obleutegespräch vereinbart, dass Sie uns kurze Überblicks über Ihre Beiträge in diesem Jahr geben und dass wir dann in eine Diskussion mit Ihnen kommen. Dagegen, schon weil wir es ausführlich vorbesprochen haben, erheben sich keine Einwände. Deswegen darf ich Ihnen, sehr geehrter Botschafter, das Wort geben. Sehr geehrter Herr Gauweiler, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte vor allen Dingen Folgendes sagen. Wir haben eigentlich vereinbart, dass ich überwiegend zum Thema Popularisierung der russischen Sprache und Kultur hier reden werde. Und zwar im Zusammenhang mit dem Jahr der Sprache und Literatur in Deutschland, aber auch der deutschen Sprache und der Literatur in Russland. Also ich bedanke mich herzlich für die Einladung und ich betrachte das immer als eine Ehre, vor den Bundestagsabgeordneten zu reden, egal in welchem Format sie sind. Das ist nicht das erste Mal, dass ich hier die Gelegenheit habe. Und nochmals vielen herzlichen Dank. So, zwar bin ich ein Diplomat von Beruf und versuche mit aller Kraft, mich für die Diplomatie einzusetzen, deren Rolle und Bedeutung bei der Annäherung zwischen Nationen zu beweisen. Ich komme dennoch nicht umhin, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es jedoch die Kultur ist, die für die Begleitung dieses Prozesses eine extrem große, ja wahrscheinlich primäre Relevanz hat. Gerade durch die gegenseitige kulturelle Erkundung vollzieht sich auch die gegenseitige Verständigung, findet eine Art internationale Verflechtung statt. Die Menschen der einen Kultur lernen langsam die Mentalität und Denkweise von Vertretern der anderen Kultur kennen. Es werden Klischees, Vorbehalte und Stereotypen aufgebrochen. Natürlich ist das nur möglich, wenn das Interesse für diese Erkundung auch von der Toleranz begleitet wird. Noch besser wäre es, wenn die Toleranz erzogen bzw. anerzogen würde. Es wird von niemandem in Frage gestellt, dass der Ausgestaltung der Kultur und der kulturellen Identität die Sprache zugrunde liegt. Dabei handelt es sich um ein recht effektives Mittel und verständlicherweise einen Kommunikationskanal zwischen den Menschen. Alle diese Binsenwahrheiten spreche ich nur deshalb an, weil ich die Möglichkeiten herausstreichen möchte, die unseren bilateralen Beziehungen zusätzliche Impulse vermitteln könnten. Diese Möglichkeiten sind in Wirklichkeit sehr umfassend.
Es handelt sich dabei um ein aus meiner Sicht immenses Potenzial, das bislang äußerst schwach genutzt wird. Gleichzeitig ist heute der Bedarf, unsere Beziehungen weiter nach vorne zu bringen, mehr denn je. Ich bin der Meinung, wenn wir ernsthaft beginnen, wer sich gehört, uns mit dem Werben für das Erlernen der russischen Sprache in Deutschland und der deutschen Sprache in Russland zu beschäftigen, so könnte das eine weitgehende Wirkung entfalten. Ferner kommen inzwischen auch die Bedingungen dafür recht günstig zusammen. Hiermit meine ich eben diese vom Sommer 2014 bis Sommer 2015 geplanten weiteren Kreuzjahre, das Jahr der russischen Sprache und Literatur in Deutschland und das Jahr der deutschen Sprache und Literatur in Russland. Ihr Programm beinhaltet auf der russischen Seite zahlreiche Veranstaltungen in den Bereichen Sprachunterricht, Übersetzung und Literatur, die Russisch-Olympiaden, Wettbewerbe für deutsche Schüler und Studenten, Konferenzen, Seminare, Workshops für Lehrer und Hochschulprofessoren für Russisch, Übersetzersymposien, Begegnungen unterschiedlicher Art zwischen russischen und deutschen Schülern und Studenten, die jeweils Deutsch und Russisch studieren, und vieles andere mehr. Einige Veranstaltungen werden natürlich der russischen Literatur und ihren großen, auch in Deutschland gut bekannten Namen gewidmet sein, darunter auch Ausstellungen, Lesungen, Literaten und Publizisten treffen. Um das Potenzial und die Möglichkeiten, die ich eben angesprochen habe, richtig einschätzen und Weichen für unsere Arbeit stellen zu können, möchte ich auf Folgendes hinweisen. Nach offiziellen Angaben wird Russisch von 160.000 Menschen hierzulande gelernt bzw. studiert. Tendenz, wie wir alle wissen, sinkend. Das Angebot der Deutschunterrichtes ist in Russland zwar auch zurückgegangen, dennoch rangiert Deutsch nach Englisch auf Platz 2 gemessen am Angebot des Fremdsprachenunterrichtes an russischen Bildungseinrichtungen und wird von 2 Millionen Menschen gelernt. Die Möglichkeiten, diese Zahl in Russland steigen zu lassen, sind vorhanden. Die Nachfrage danach ist nach unseren Angaben recht groß. Also gibt es genügend Diskussionsstoff und Handlungsspielraum. Dennoch möchte ich aus naheliegenden Gründen vor allem auf die Realitäten hierzulande, insbesondere auf die Belange der russischsprachigen Diaspora in Deutschland eingehen, also auf die Übersiedler, die zu verschiedenen Zeiten aus der ehemaligen UdSSR und Russland hierher gekommen sind und die wir Landsleute nennen. Ich will ganz offen sagen, dass ich gerade unter dem Blickwinkel unseres heutigen Gesprächs auf diese Diaspora mit großer Sorge, aber auch mit großen Hoffnungen schaue. Besorgt bin ich deshalb, weil sich dabei um eine Gruppe von 3 bis 5 Millionen hier lebenden Menschen handelt. Niemand weiß es ganz genau, wie viele sind sie. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen wahrscheinlich. Also hier lebenden Menschen handelt es sich, die heute noch Russisch sprechen, diese Fähigkeit aber alsbald verlieren könnten, sollte für die Bewahrung ihrer Sprache nichts unternommen werden, könnte es dabei um einige wenige Jahre gehen. Mit Hoffnungen schaue ich auf diese Diaspora deshalb, weil sie in meinem Verständnis ein robustes Bindeglied, eine Art Brücke zwischen 2 Kulturen und 2 Staaten darstellt. Dieses positive Potenzial wird in meinen Augen von uns unterschätzt. Natürlich kann hier eine vernünftige Frage folgen, ob diese Übersiedler
an sich an der Aufbewahrung der Sprache und Kultur interessiert sind und ob ein Interesse als solches und ein Bedarf überhaupt objektiv gegeben sind. Diese Fragen möchte ich mit einem festen Ja beantworten. Zur Funktion des Bindegliedes und der Brücke habe ich mich bereits geäußert, obwohl ich weiß, dass manche diese Fragestellung kritisch beurteilen könnten. Doch was sich schwer abstreiten lässt, ist die Bedeutung der russischen Sprache für die Integration der russischsprachigen Diaspora in die deutsche Gesellschaft. Gerade die Integration und nicht die Assimilation. Am vernünftigsten kann sich das unter den gegebenen Umständen durch die Sozialisierung der russischsprachigen vollziehen, indem sich diese selbst organisieren können. Die Selbstorganisation kann ihrerseits durch die Unterstützung der kulturellen und sprachlichen Identität erreicht werden. Ein weiteres wichtiges Argument dafür ist der russisch-deutsche Wirtschaftsaustausch. Dieser drückt sich nicht nur in 80 Milliarden Euro Handel, sondern auch in über 6.000 deutscher Firmen in Russland und über 1.000 russischer Firmen in Deutschland. Der Bedarf an bilingualem Personal zur Deckung dieses gegenseitigen Investitionsprozesses ist bekanntermaßen gewaltig. Auch die Einbindung dieser Fachleute, deren Interessiertheit an diesem Austausch könnte eine stimulierende Wirkung auf den ganzen wirtschaftlichen Prozess selbst ausüben. Was das Interesse der Diaspora an der Kultivierung der sprachlichen und kulturellen Identität anbelangt, so kann ich Ihnen versichern, dass dieses gegeben ist und das in einem recht großen Ausmaß. Nach wie vor gibt es zahlreiche russischsprachige Vereinigungen, die entweder als Treffpunkte gedacht sind, wo Menschen das Wohlbefinden der Diaspora und deren einzelnen Mitglieder besprechen können, oder als Interessengemeinschaften vor allem im kreativen Bereich fungieren, als Literaten, Künstler bzw. Theatervereine. Sehr gut kennen wir zum Beispiel die Vereine der russischsprachigen Kriegsveteranen. Es gibt auch nicht wenige Initiativen, speziell für die Aufbewahrung der russischen Sprache und Kultur. Es werden private bilinguale Kindergärten gegründet. Es gibt sogar private bilinguale Schulen. Besonders verbreitet sind in diesem Bereich die Initiativen für die Gründung der Wochenendschulen, an denen neben der Sprache in einzelnen Fällen auch die Geschichte, Literatur und Kultur unterrichtet werden. Das alles ist aber recht eingeschränkt wegen Mangel an Finanzen, Räumlichkeiten und sonstiger Möglichkeiten, aber auch Initiativgeist als solchen, der, wie Sie alle gut verstehen, von Rahmenbedingungen abhängig ist. Bei diesen Rahmenbedingungen handelt es sich vor allem um ein entsprechendes Verständnis und Wohlwollen lokaler Behörden. Was könnte das konkret heißen? Es geht darum, dass die russische Sprache als Wahlfach an den Schulen einiger Bundesländer eingeführt wird, wo sie noch nicht angeboten wird oder als solche gestrichen worden ist. Wir verstehen, dass das die Zuständigkeit der Länder ist. In diesem Sinne werden wir auch in Zukunft mit Landesbehörden sprechen. Dennoch wären wir dafür verbunden, wenn auch die hier anwesenden Damen und Herren Abgeordneten dieses Problem erkennen und dessen Lösung nach Kräften unterstützen würden. Für eine aktive Einbindung der Behörden vor Ort, letztendlich der Landesbehörden in die Schaffung bilingualer russisch-deutscher Schulen, wären wir Ihnen sehr dankbar. Wahrscheinlich ist es noch zu früh, von einer direkten Einbindung zu sprechen. Dennoch wäre es für die ganze Sache förderlich, dieses Thema auf die Tagesordnung in den Ländern zu setzen
wo die Zahl der russischsprachigen Einwohner besonders hoch ist. Verlangt ist eine aktive Unterstützung der lokalen Behörden für die besagten Initiativen der lokalen russischsprachigen Anwohner, bilingualen Kindergärten zu gründen sowie weitere Rahmenbedingungen für den Russischunterricht zu schaffen. In ganz Deutschland gibt es ca. 400 derartige Einrichtungen. Doch kann das tatsächlich die Bedürfnisse von über 3 Millionen Einwohnern dieses Landes decken? Es ist uns bewusst, dass die Lösung dieses Problems insbesondere im Sinne der Erweiterung des offiziellen Russischangebots natürlich Lösungen für viele weitere Fragen nach sich zieht. Es geht um den erweiterten zwischenstaatlichen Lehrkräfteaustausch, die Anerkennung, Zertifizierung der Sprachkenntnisse etc. Und generell sollte man den Studierenden- und Akademikeraustausch ausbauen. Irgendwelche besonderen Formen einer gegenseitigen Erweiterung der dualen Berufsausbildung in Erwägung ziehen. Insgesamt verfügen wir über eine gute Ausgangsgrundlage für die Lösung einer großen Anzahl aller dieser Fragen. Das ist das russisch-deutsche Abkommen über das Erlernen der russischen Sprache in Deutschland und der deutschen Sprache in Russland vom 9. Oktober 2003, das eigentlich revitalisiert und mit neuem Leben gefüllt werden muss. Dieses Abkommen legt Ziele der Sprachpolitik fest, schafft notwendige Voraussetzungen für die Bildung einer günstigen Rechtslage für den russischen Sprachunterricht in Deutschland. Auf der Grundlage dieses Abkommens können unter anderem verschiedene regionale und behördliche Vereinbarungen zu diesem Thema abgeschlossen werden. Als Fazit kann man feststellen, dass energische Schritte von beiden Seiten unternommen werden müssen, damit dieses Abkommen tatkräftig und vollwertig umgesetzt wird. Sehr gute fördernde Einwirkung auf diesen Prozess hätten die russisch-deutschen Literatur- und Sprachjahre, die ich am Anfang angesprochen habe. Ich persönlich aber bin der Meinung, dass man sich mit diesem Problem ernsthaft und vertieft befassen sollte. Das kann nicht mit einer spektakulären Geste gelöst werden. Das bedarf einer systematischen, konsequenten Anstrengung. In diesem Sinne möchte ich, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, mit Ihrem Verständnis und Ihrer Unterstützung rechnen dürfen. Deshalb bin ich heute zu Ihnen gekommen. Für diese Einladung danke ich Ihnen allen nochmals herzlich und Ihnen, Herr Gauwala, insbesondere. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Botschafter. Zum weiteren Verfahren würde ich jetzt vorschlagen, dass wir vor den Vertretern, vor den Damen und Herren der Mittelorganisationen, die Beauftragte des Auswärtigen Amtes hier zu Wort kommen lassen, Frau Sabine Sparwasser, die verantwortlich ist für den Bereich Deutsch als Fremdsprache im Auswärtigen Amt und das Deutschlandbild im Ausland. Und sie wird begleitet, das habe ich vorhin vergessen, von Frau Kern, Leiterin der Arbeitseinheit Deutsch als Fremdsprache. Herzlich willkommen, Frau Kern. Und ich würde Sie dann bitten, meine Damen und Herren, darf ich einen Vorschlag machen, weil das wir noch ein bisschen diskutieren können, wenn Sie sich für den ersten Eintritt so auf 3 Minuten, 3-4 Minuten konzentrieren würden, das ist dann doch wieder eine halbe Stunde und dann können die Damen und Herren des Parlaments sich äußern. Ich habe hier schon 5 Wortmeldungen, Frau Schmidt, Frau Roth, Herr Missfelder, Frau Müntefering und Herr Dr. Dehm. So, aber jetzt beginnt Frau Sparwasser. Bitte schön, und 3 Minuten. Den Knopf drücken, ja, danke. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Gelegenheit. Wie Sie schon eben ausgeführt haben in Ihren einführenden Worten, in der schwierigen aktuellen Lage ist es uns ganz wichtig, dass die Gesprächskanäle zu und zwischen den Zivilgesellschaften offen gehalten werden. Eine gute Gelegenheit dafür ist das deutsch-russische Sprachen- und Literaturjahr.
Affinität zu einer Sprache ist immer auch Hinwendung zu einem Kulturraum und zu einem Land. Sprachenlernen ist Verstehen wollen in der wahrscheinlich ehrlichsten, offensichtlichsten und unmittelbarsten Weise. Herr Botschafter hat es eben schon erwähnt, mit etwa über 2 Millionen Deutschlernern nimmt Russland den 2. Platz weltweit, knapp hinter Polen ein. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk an Universitätspartnerschaften, Anpassschulen, Sprachlernzentren und Lesesälen. Und wir haben, und Sie sehen Repräsentanten von vielen davon, in Russland hervorragende Mittler, die Deutsch als Fremdsprache fördern. Das ist eine gute Basis für die Zusammenarbeit gerade der Zivilgesellschaften, besonders im Bereich Erziehung und Bildung. Deutsch steht in Russland als Sprache der Gebildeten und Intellektuellen, als Wissenschafts- und Literatursprache nach wie vor gut da. Das ist eine große Chance für unsere AKBP als Instrument der Außenpolitik. Wir wollen den Dialog mit der Zivilgesellschaft ausbauen, gerade jetzt. Der gute Stand von Deutsch als Fremdsprache in Russland ist aber gefährdet. Das liegt am demografischen Wandel. Das liegt an der Hochschulreform in Russland und es liegt an der Dezentralisierung im schulischen Bereich. Wir haben deshalb ein Interesse daran, Deutsch als Fremdsprache in Russland zu bewerben. Vielleicht zur Vorgeschichte des deutsch-russischen Sprachenjahres ganz kurz. 2010, 2012 hat bereits eine erfolgreiche Goethe-Institut-Kampagne Lern Deutsch stattgefunden. Danach folgte dann das Deutschlandjahr in Russland. Es bot eine 360-Grad-Perspektive auf unser Land und war mit über 1000 Veranstaltungen in Moskau und über 50 russischen Städten sehr erfolgreich. Wir haben deshalb den Vorschlag von Herrn Schwitkoi, dem Sonderbeauftragten für die internationale kulturelle Zusammenarbeit, zu einem deutsch-russischen Sprachen- und Literaturjahr sehr gerne aufgegriffen. Der Stand jetzt, wir sind bei der Vorbereitung auf gutem Weg. Wir haben ein Memorandum of Understanding fertig. Wir haben Mittel zur Seite gestellt. Die Deutsche Botschaft und das Goethe-Institut in Moskau sitzen gemeinsam einer Steuerungsgruppe vor, die den Mitteleinsatz und die Veranstaltungen für dieses und das kommende Jahr mit den anderen Mittlern und Stiftungen koordiniert. Das Goethe-Institut, Frau Schönhang, hat die Gesamtprojektleitung übernommen. Unsere Hauptziele, die wir erreichen wollen, oder die Hauptpersonen, die wir erreichen wollen, durch das deutsch-russische Sprachenjahr. Einmal, ich bin gleich fertig, Sprachenlernen von Kleinkindern, dann Motivierung der russischen Jugend, unter anderem durch Deutsch für den Beruf, innovative Angebote, dann Deutschlehrer und Eltern und Entscheider im Erziehungswesen. Ich nenne die Veranstaltungen jetzt nicht, sondern würde weitergeben, wenn ich darf, an Sie mit der Bitte, dass Frau Schönhang vom Goethe-Institut das Programm erläutert. Ich werde Sie ja nachher noch mal melden. Danke. Vielen Dank, Frau Sparwasser. Jetzt kommt Frau Schönhagen vom Goethe-Institut. Ja, sehr geehrter Gauweiler, sehr geehrte Damen und Herren, danke für die Einladung. Und ich hatte eigentlich eine PowerPoint vorbereitet, damit es etwas netter wird. Meine Präsentation jetzt geht es leider nicht. Ich werde also erzählen, was unsere Pläne sind im Jahr der deutschen Sprache und Literatur. Aber ich möchte auch noch einmal auf die Zahlen eingehen, die Rahmung, die uns besonders bewegen und die Frau Sparwasser und auch seine Exzellenz Herr Krinin schon genannt haben. Wir haben zwar 2 Millionen Deutschlerner in Russland, das klingt wunderbar. Wir haben den Stand der ersten Fremdsprache lange schon aufgegeben an Englisch. Das ist auch nicht weiter erstaunlich, das ist einfach nur ein europäischer Trend. In der zweiten Fremdsprache jedoch haben wir einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend zu verzeichnen, direkt nach diesen großen Kampagnen. Und das möchte ich Ihnen ganz besonders nahelegen, weil diese Kampagnen ganz eindeutig fruchtbar waren. Also wenn ich habe die Zahlen mitgebracht, wer da mal reingucken möchte, ganz klar direkt nach der großen Kampagne, von der Frau Sparwasser eben gesagt hat, Uchi Nemetski, also Lern Deutsch, ist die Zahl doch um 6% wieder gestiegen. Und dieser Aufwärtstrend könnte weiter fortfahren, wenn wir denn auch solche wunderbaren Jahre haben wie das Jahr der deutschen Sprache und Literatur, das wir gerne dafür auch nutzen wollen. Ein
trotz dieser positiven Nachrichten haben wir auch einen Trend, der uns sehr, sehr besorgt. Das ist nämlich der die Zahl der Deutschlehrer an den Schulen, die dramatisch abnimmt. Also die war vor 10 Jahren noch bei ungefähr 36.000 Deutschlehrer. Inzwischen sind es gerade mal 16 und von diesen 16.000 Deutschlehrern sind auch noch 31% im Rentenalter. Das sind natürlich Zahlen, wenn man die jetzt mal hochrechnet, uns vor ziemlich große Schwierigkeiten bringen würden, wenn wir nicht da energisch gegentreten könnten. Das ist auch eins der großen Ziele, die wir mit diesem Jahr der deutschen Sprache und Literatur verbinden. Wir haben verschiedenste Großprojekte definiert mit allen anderen Mittlern zusammen und ähnlich wie die russischen Kollegen das am 6. Juni machen, werden wir am 13. und 14. September ein großes Eröffnungsfest in einem zentral gelegenen, nahe am Roten Platz gelegenen Park in Moskau machen. Dieses Eröffnungsfest wird 2 Tage an einem Wochenende währen und ist also irgendwie für jedermann geschaffen. Also sowohl für die Gruppe der jüngeren Kinder, für die wir zum Beispiel die Maus eingeladen haben und die mit dem Mausprogramm nach Moskau kommt, bis hin zu den jungen, trendy Erwachsenen, die wir gerne ansprechen würden, die abends zu einem Gro-Konzert kommen. Und die beiden Tage sind also gespickt mit Aktivitäten, die also die Palette Deutschland und das moderne Deutschland verkörpern sollen. Sehr interaktiv und mit einem klaren Schwerpunkt, soll ich aufhören? Mit einem klaren Schwerpunkt zu Sprache und Literatur. Die Bremer Leselust ist dabei, es wird einen Marathon Lese- und Literaturwettbewerb geben, Bas Böttcher ist eingeladen, der Hip-Hop-Künstler Storm und so weiter. Also Sie sehen, es ist eine Palette von 42 Veranstaltungen in 2 Tagen und das soll sozusagen das fulminante Feuerwerk und der Auftakt zu diesem Jahr geben, das dann etwas klarer zur Literatur erstmal einschwenkt, nämlich mit dem Übersetzerpreis am Tag, der UNESCO-Tag der Übersetzer. Ich glaube, da ist auch eine ähnliche Veranstaltung von russischer Seite hier geplant. Es geht dann weiter im November, am 22. und 23. November mit den großen gesamtrussischen Deutschlehrertagen. Da werden wir 1600 Deutschlehrer einladen und in innovative Lernformen, genauso wie Bildungsdiskurse einführen. Gerhard Roth ist zum Beispiel eingeladen und andere prominente Bildungswissenschaftler und Neurowissenschaftler werden also interessante Beispiele von Bildung darstellen. Und wir werden natürlich hoffen, dass die russische Seite uns erzählt von dem Stand der Bildungsreform in Russland. Also die zwar seit letztem Jahr, seit 2013 ermöglicht, dass die zweite Fremdsprache tendenziell gewählt werden kann, aber es doch den einzelnen Direktoren freigibt, ob es nun eingeführt wird, also ob Deutsch nun eingeführt wird oder doch lieber Informatik als ein Fach in der Schule. Nach diesen Deutschlehrertagen ist als nächstes Großprogramm die russische Buchmesse geplant. Die heißt Non-Fiction, Fiction, Non-Fiction. Und es ist eine Diskussion seit letzter Woche, dass Deutschland da Ehrengast wird oder Sondergast von der Buchmesse. Im Jahr 2015 sind diverse weitere Großveranstaltungen geplant, wie die sogenannten mobilen Deutschlehrertage. Das ist der Versuch, in die Provinzen mehr oder weniger zu reichen. Wir werden 15 verschiedene Städte mit diesen mobilen Deutschlehrertagen erreichen und 15.000 Deutschlehrer werden wir erreichen und ungefähr 8.000 Schulen. Diese mobile Form hat sowohl eine digitale Komponente wie eine präsente Komponente und neben also seriöser Vermittlung von innovativen Lerntechniken gehört ebenso dazu, also eine Werbemaßnahme und Gewinnung und Sympathiewerbung für die Sprache Deutsch. Weiter geht es in dem Jahr mit einer Reihe von Leseveranstaltungen und Litrix, die deutschen modernen Dichter und Denker werden eingeladen, auch in den Provinzen zu lesen. Und es gibt ein weiteres Projekt, das heißt Greening with Goethe. Das ist ein ökologisches, also ein Umweltprojekt für Jugendliche, die direkt Umweltforschung. Greening with Goethe ist der Arbeitstitel. Ich muss mich entschuldigen, dass der noch Englisch ist. Aber das Projekt kommt aus Indien und es wird wahrscheinlich Öko mit Goethe jetzt heißen. Also damit es auch in Russland verstanden werden kann. Aber das Projekt fing an in
Indien. Und also es geht eigentlich um Umweltforschung direkt vor der Haustür. Die Kinder sollen sich ein Umweltprojekt aussuchen. Sie werden begleitet von renommierten Forschern, sowohl auf deutscher wie auf russischer Seite, und werden schließlich eingeladen zu einer großen Umweltkonferenz, wo sie erstens ihre Forschung darstellen können und zweitens auch gleichzeitig sozusagen aus der Forschung Resultate und Forderungen für die Politik ableiten. Das ist also ein großes Bildungsprojekt, an dem wir arbeiten werden. Und enden wird das Ganze, wie Herr Gauweiler das schon erwähnt hat, am 6. Juni zum 140. Geburtstag von Thomas Mann. Das waren jetzt erstmal schwerpunktmäßig die Projekte vom Goethe-Institut. Ein weitere Riesenprojekt ist die deutsch-russische Hochschulgründung Kasan. In Kasan, darüber wird, glaube ich, der Kollege noch reden. Weiter haben wir viele Projekte von der ZFA, also das sind Lesereisen, eine Lesereise Lesefuchs heißt sie. Es gibt ein Grand Pasch-Projekt, das in verschiedenen Städten ist, und gemeinsam mit dem DAD macht das Goethe-Institut die Studierenden-Olympiade, die deutsch-russische Studierenden-Olympiade. Ich höre gerade, ich muss zum Ende kommen. Also ich hoffe, das war so ein grober Überblick über die Aktivitäten, die wir jetzt geplant haben für das Jahr. Goethe-Institut sind die allerwichtigsten, deswegen haben Sie doppelt so viel Zeit, das ist ganz klar. Und das war auch alles sehr wichtig und interessant. Vielen Dank für die ausführliche Darstellung. So, der Nächste ist der Herr Prisch vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender Gauweiler, sehr geehrter Herr Botschafter Greening, verehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Der Deutsche Akademische Austauschdienst hat eine intensive Arbeit mit der Russischen Föderation. Wir unterhalten, und in diesem Zusammenhang wird dort Deutsch unterrichtet, und wir fördern natürlich auch die Verbreitung der russischen Sprache in Deutschland. Wir haben nach Russland entsandt derzeit 34 DAAD-Lektoren, die an russischen Universitäten Deutsch unterrichten. Wir fördern unter anderem 7 germanistische Institutspartnerschaften zwischen deutschen und russischen germanistischen Instituten. Wir fördern 7 deutschsprachige Studiengänge, in denen dann über die Germanistik hinaus auch die Ingenieurwissenschaften, Jura, Wirtschaft gefördert werden, also die Lehre der deutschen Sprache in diesen Bereichen. Und der DAD fördert natürlich insbesondere Mobilität. Wie Sie wissen, vergeben wir jährlich Förderungen für fast 3.800 russische Staatsbürger zu Studien oder Forschungsaufenthalten in Deutschland. In diesem Zusammenhang werden sie der deutschen Sprache und Kultur natürlich näher gebracht. Deutschkurse werden da häufig vermittelt. Umgekehrt fördern wir auch etwa 1.700 Deutsche jährlich in der Russischen Föderation, die bei dieser Gelegenheit häufig Russisch lernen. In Bezug auf das Sprachenjahr haben wir eine Reihe Sondermaßnahmen aufgelegt, und es gibt sozusagen besondere Veranstaltungen, die hier eine Rolle spielen. Ich möchte die 5 wichtigsten Veranstaltungen nennen, die wir auch zum großen Teil zusammen mit den anderen Mittelorganisationen, es wurde teilweise schon erwähnt, durchführen. Das erste sind Spracholympiaden. DAAD-Lektoren werden in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Spracholympiaden an russischen Universitäten durchführen. Ein Mittel, was sich sehr bewährt hat, um russische Studierende zu motivieren, mit den besten Beiträgen zu gewinnen bei solch einer Olympiade. Dann ist eine weitere Maßnahme ausgerichtet auf Multiplikatoren, Deutschlehrer an russischen Hochschulen. Wir fördern im Rahmen des Sprachenjahres 5 Fachsprachenkurse für Deutschlehrer russischer Hochschulen im Bereich Rechtswissenschaften, Wirtschaft und Technik. Also auch hier ganz wichtig der Bezug auf die Förderung Deutsch als Qualifikation für den Beruf, denn in diesen Fachbereichen kann die deutsche Sprache auch die Berufschancen wesentlich erhöhen. Dann möchten wir junge Russen an den Hochschulen begeistern für Lyrik und deutsche Literatur mit den Moskauer Tagen der deutschen Lyrik und Literatur, eine Maßnahme, die wir durchführen. Eine weitere Maßnahme ist eine Fachtagung zur Zukunft der germanistischen Literaturwissenschaften in Russland. Wie Sie wissen, ist das ein Fachbereich, der sehr dynamisch sich entwickelt. Und in dem Zusammenhang ist auch besonders wichtig das germanistische Fachzentrum, was der DAAD in Moskau
fördert. Ich sehe, die Uhr läuft weiter. Ich komme damit zum Ende. Der Höhepunkt unserer Maßnahmen ist die große Germanistenkonferenz nächstes Jahr. Ort ist noch nicht geklärt. Auf jeden Fall eine große Germanistenkonferenz, wo im Wettbewerbsverfahren die besten Germanisten der Russischen Föderation ihre wissenschaftlichen Fachbeiträge einreichen können und von der Jury diese dann ausgewählt werden. Und ganz wichtig, ein Punkt, den die Kollegin von Goethe schon gerade angesprochen hat, die Deutsch-Russische Universität auf Initiative der Republik Tatarstan bekanntermaßen wird eine solche deutsch-russische Universität in Kasan aufgebaut. Und es ist geplant, dass diese Hochschule ihre ersten Studiengänge am 1. September 2014 eröffnet. Die Fachbereiche dort sind sehr wirtschaftsrelevant, und zwar Ingenieurwesen und Wirtschaftswissenschaften. Und die Sprache, die Lehrsprache soll dort neben dem Englischen ausdrücklich auch das Deutsche sein. Denn die tatarisch-russische Partnerseite hat sehr betont, dass sie Wert darauf legt, dass wenn deutsche Ingenieurwesen in Tatarstan unterrichtet wird, dass das auch in der deutschen Sprache geschieht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Brisch. Für die Alexander-von-Humboldt-Stiftung spricht jetzt Frau Dr. Ulrike Albrecht. Bitte, Frau Dr. Albrecht. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben natürlich mit wesentlich kleineren Zahlen zu tun, denn in der Tat hat die Humboldt-Stiftung bislang 1.000 Stipendiaten gefördert in der Russischen Föderation. Eine ganze Reihe von Preisträgern aber dazu, nämlich 250, und eine ganze Reihe von Bundeskanzlerstipendiaten, die eine wichtige Gruppe für uns sind. Auf der Basis dieser Zahlen, das heißt nicht etwa, dass wir sozusagen sehr wenige fördern, auch in dem Erwerb deutscher Sprache, sondern diejenigen, die 200 Geisteswissenschaftler, die aus der Russischen Föderation nach Deutschland gekommen sind und wieder zurückgegangen sind, sind für uns ganz wichtige Multiplikatoren. Sie sind diejenigen, die als Lehrer in Russland auch weitergeben, wie wichtig es ist, die deutsche Sprache benutzen zu können. Wir haben eine ganze Reihe von Vertrauenswissenschaftlern, die in jeden solcher Missionen unterwegs sind, und wir arbeiten natürlich mit den anderen Mittelorganisationen ganz eng zusammen, sodass wir auch viele Veranstaltungen gemeinsam machen. Welche Veranstaltungen machen wir eigentlich gemeinsam oder führen wir gemeinsam durch? Gerade jetzt in diesem Jahr, 2014, 2015, wir haben eine ganze Reihe von sogenannten Kollegs und Vorlesungen, die wir durchführen, nicht nur in Moskau, sondern in verschiedenen anderen Städten, in dem in deutscher Sprache auch diskutiert wird, was der deutsch-russische Kulturaustausch ist. Die Nutzung deutscher Sprache ist gleichzeitig auch die Reklame für die deutsche Sprache. Und die Reklame für die deutsche Sprache machen auch eine ganze Reihe von Stipendiaten, die wieder zurückgegangen sind. Es gibt, die Alexander-von-Humboldt-Stiftung hat einen Alumni-Preis, nämlich für diejenigen, die wieder zurückgehen nach Russland. Und innerhalb dieses Alumni-Preises hat unter anderem eine Preisträgerin einen Preis gewonnen, mit dem sie eine deutsch-russische Zeitschrift herausgibt. In dieser deutsch-russischen Zeitschrift wird die deutsche Wissenschaftslandschaft, aber auch über kulturelle Dinge berichtet. Wir versuchen gerade in dem Austausch der Geisteswissenschaftler untereinander, und Literatur und Sprache ist gleichzeitig auch Philosophie, würde ich sagen, versuchen wir auch zu unterstützen Übersetzungswillen. Wir haben längere Zeit mit Marbach zusammen mit dem Literaturarchiv eine Übersetzung von Kant, also eine Übersetzung ins Deutsche und ins Russische, gefördert, was sehr große Wirkung natürlich unter den zahlreichen Philosophen in Russland hatten. Was führen wir in diesem Jahr spezifisch für Veranstaltungen durch, mal abgesehen von den Kooperationen, die wir haben mit unseren Partnerorganisationen, führen wir auch noch eine größere Veranstaltung in der zweiten Jahreshälfte durch. Die Rolle der Alexander-von-Humboldt-Stiftung für den Wissenschaftsaustausch, das ist gleichzeitig auch ein bisschen ein Locken und eine besondere Anziehungskraft für diejenigen, die sich für einen Deutschlandaufenthalt in Russland interessieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Albrecht. Und als letzter jetzt der Leiter der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Herr Joachim Lauer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mal die Infrastruktur, die wir in Russland bedienen, das sind die zwei deutschen Schulen in Moskau, die Deutsche Schule in Moskau und die Deutsche Schule St. Petersburg, eine Neugründung. Die Deutsche Schule Moskau ist die einzige Schule, die zum deutschen Abitur führt. Sie ist aber immer noch
im Status einer Botschaftsschule. Das heißt, das, was wir eigentlich wollen, Begegnung, eine weitere Ausstrahlung und auch einen höheren Anteil an russischen Kindern in diese Schule zu bekommen, ist immer noch schwierig. Die Schule ist eine von 8 sogenannten Ressourcenzentren, die wir weltweit haben. Und als Ressourcenzentrum ist sie mitverantwortlich dafür, dass Lehrerfortbildung und Austausch mit russischen Schulen, insbesondere in Moskau, gemacht wird. Die Deutsche Schule St. Petersburg ist eine Schule, die sich als Begegnungsschule aufbaut. Hier ist der Anteil der russischen Kinder bereits größer als der Anteil der deutschen Kinder. Der Status ist aber noch unsicher. Hier wünschten wir uns etwas politische Unterstützung, damit die Schule im Gedanken der Begegnung zu einem gemeinsamen Ziel, Sie sprachen eben, Herr Botschafter, vom Brückenbau, im Sinne dieses Brückenbaus tätig werden kann. Die größte Aktivität ist das Lehrerentsendeprogramm. Insgesamt haben wir fast 60 Lehrkräfte in Russland in die Fläche hinein verteilt, natürlich auch in den Metropolen St. Petersburg und Moskau. Und diese Lehrkräfte werden angeleitet von 4 Fachberatern, Koordinatoren. Mittlerweile gibt es 95 sogenannte DSD-Schulen, die im Rahmen der Partnerschulinitiative des Auswärtigen Amtes zu Abschlüssen, zu Sprachabschlüssen führen, die mittelbar oder unmittelbar den Sprachnachweis für ein Hochschulstudium in Deutschland erzeugen. Das waren im vergangenen Jahr waren es 1000 Diplome, Tendenz steigend. Wir haben 25 Schulen, die zurzeit als Antragsteller dabei sind, diese Prüfungen auch einführen zu können. Das ist also eine Prüfung, die mit den Ländern, mit der KMK organisiert wird und damit quasi eine Art zwischenstaatliche Vereinbarung beinhaltet. Hier kann man sicherlich den Aufwuchs, den wir spüren, unabhängig von der Gesamtzahl der Deutschlerner, die wir nicht so registrieren können, können wir also hier feststellen. Das Jahr der deutschen Sprache und Literatur dient vor allen Dingen dazu, den Schülern, aber auch den Lehrkräften etwas von dem Netzwerkgedanken mitzugeben. Das heißt also, wir haben eine Reihe von Wettbewerben, zum Teil sind sie ja schon genannt worden, in Kooperation mit den Partnern, zum Teil aber auch in eigenständiger Regie. Die Lehrkräfte werden in besonderen Seminaren methodisch-didaktisch weitergebildet. Das alles ist motivierend zugleich und ist eigentlich etwas, was die Möglichkeiten des weiteren Ausbaus beinhaltet. Vielen Dank. Das war eine ganze Latte von Wünschen und Anregungen, die Sie gleich der russischen Regierung weiterleiten können, Herr Botschafter. Ich eröffne jetzt die Aussprache mit Frau Kollegin Schmidt. Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank auch für die Darstellung, was alles im Russland ja geplant ist und die Aktivitäten, von denen wir ja wissen, dass sie oft vor Ort auch noch durch viele andere Aktivitäten der Menschen, die vor Ort sind, dann ergänzt werden. Ich muss gestehen, Herr Botschafter, wenn ich dieses tolle Programm vor 2 Monaten gehört hätte, hätte ich mich besser, noch mehr freuen können darauf. Und dass ich heute hier auch schon sitze, auch in einer Phase, wo ich sage, ich sehe auch mit Besorgnis, was dort passiert. Sie haben das wunderbar beschrieben am Anfang. Warum machen wir Kulturpolitik? Warum machen wir dieses Deutschlandjahr? Dass wir uns kennenlernen, dass wir Brücken bauen, dass wir gegenseitig auch uns akzeptieren und das beinhaltet ja auch die territoriale Integrität, die auch akzeptiert werden muss und dass man auch diese Deutschlandjahre nutzt, um die Freundschaften zwischen beiden Ländern und das Verständnis der Menschen füreinander auch zu wecken. Und im Moment sind diese Hoffnungen zumindest mit Unsicherheiten auch behaftet. Und ich möchte auch schon, dass Sie das mitnehmen und auch weiterhin, dass wir da in sehr großer Sorge schauen. Ich habe am Wochenende mit vielen Parlamentarierinnen und Parlamentariern auch aus Osteuropa, aus den baltischen Staaten und vielen diskutiert. Und je nachdem, wie die Entwicklung ist, würden die das schon als sehr merkwürdig ansehen. Wenn wir in Europa so tun, als wäre das gar nichts und wir hätten Feste, wo wir ja eigentlich gedacht haben, wir als Ausschuss, wir als Mitglieder des Parlaments, wir würden gerne daran teilnehmen, an diesen großen Festen. Und ich hoffe, dass
dieser Dialog, den wir nicht abreißen lassen wollen, der schon, teile ich das, was auch Frau Sparwasser gesagt hat, wir wollen die Gesprächskanäle offen halten, damit wir auch über diesen Weg, auch in der Auseinandersetzung mit den Nichtregierungsorganisationen hier eine Verständigung wecken. Aber ich hoffe auch, dass wir dann wirklich offen miteinander umgehen und dass wir wirklich auch wissen, worauf wir uns da verlassen können. Im Moment ist meine Meinung, ist das sehr mit Unsicherheiten behaftet und ich würde gerne wissen, dass wir da vieles tun, um die gegenseitigen Konflikte auch zu überwinden und dazu auch solche Auseinandersetzungen oder auch die miteinander machen. Ein Fest müsste ja eigentlich sein des russischen und deutschen Volkes. Und das wird von vielen Dingen abhängen, wie eigentlich die Entwicklungen der nächsten Monate ist. Sonst kann das russische und deutsche Volk nicht ohne Einschränkungen feiern, nur weil wir gerade das deutsche Russland hier haben. Das muss man einfach ganz, ganz deutlich wissen. Da gibt es viele, viele Vorbehalte. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, unterstütze ich. Wir sollten alles dafür tun, dass wir auch die Potenziale der Zweisprachigkeit noch viel mehr nutzen, als das bisher der Fall ist, weil das ist bei uns in Deutschland ein ganz großes Potenzial, was wir haben, nicht nur die russischsprachigen Menschen, sondern die türkischsprachigen oder viele andere Sprachen. Und heute in einer multipolaren Welt ist es das, was uns eigentlich auch näher zusammenbringt und von dem ich hoffe, dass es gelingt. Also ich komme jetzt an meine 3 Minuten, will da auch Schluss machen. Ich möchte Sie nur bitten, diese Sorgen mitzunehmen und dass Sie auch sagen, dass wir mit Sorgen auf diese Entwicklung bringen und zu der Zeit, als wir das Jahr geplant haben, wir wirklich dachten, wir sind einander näher gekommen. Wir verstehen einander besser, wir reden offen miteinander und an dem Ganzen haben wir im Moment Zweifel. Vielen Dank, Frau Schmidt. Wir haben, wie bei Abgeordneten üblich, die Zeit auf 5 Minuten begrenzt. Entschuldigen Sie bitte, ein kleiner Unterschied muss sein. Aber ich wollte jetzt nicht die alte Regel noch enden. Nächster Redner ist Herr Kollege Missfelder und ihm folgt Frau Münte-Fering. Ja, also jetzt geht es doch so streng formal zu wie im Hauptausschuss. Aber, man kann es auch verdoppeln, das haben wir ja schon. Ja, also der Bundestagsvizepräsident Peter Hinze sagt ja immer, Formalismus endet im Faschismus. Aber das möchte ich jetzt gar nicht hier vertiefen. Aber ich möchte Ihnen, Herr Botschafter, damit möchte ich gar nicht Sie den anderen Sachverständigen vorziehen, aber ich möchte Ihnen doch schon herzlich danken, dass Sie die Gelegenheit wahrgenommen haben, hier auch zu einem anderen politischen Thema auf uns zu treffen. Sie waren ja vor wenigen Tagen in der AG Außen und der CDU-CSU-Bundestagsfraktion haben sich da ja einer sehr kontroversen Diskussion gestellt. Ich möchte dem, was Frau Schmidt gesagt hat, nur anfügen, dass natürlich wir tagesaktuell ja die Ereignisse verfolgen und die unterschiedlichen Meldungen dazu und deshalb natürlich auch ja manchmal mit Gefühlen der Erleichterung, manchmal auch, wenn die oberste Führungsebene miteinander telefoniert, dann gab es ja letztens entspannende Signale. Jetzt gibt es wieder am Wochenende andere Signale, die einen wieder sorgenvoller stimmen. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen zustimmen, dass wir natürlich in der Breite daran Interesse haben, dass die Völker zusammenkommen und eben nicht nur das Trennende suchen, sondern ganz im Gegenteil das Verbindende. Und Sie haben ja, es ist ja vorhin über die deutsche Schule in Moskau gesprochen worden, ich meine, der Präsident Russlands hat ja, glaube ich, beide seine Kinder auf dieser Schule gehabt. Also es wäre schön, wenn alle anderen als früheres G8-Mitglied, wenn alle anderen G8-Präsidenten ihre Kinder auf die deutschen Auslandsschulen jeweils schicken würden. Das wäre auch ein verbindendes Element. Aber ich möchte gar nicht nur nach der Elite fragen. Ich möchte, Frau Albrecht hat es ja dargestellt, es ist ja sehr, sehr toll, was zum Beispiel Humboldt leistet, einfach auch mit der, was die Konzentration auf die absolute Spitze in Wissenschaft angeht, sondern ich möchte auch nochmal nach der Breite fragen. Also wie sehr können wir vielleicht noch ja, mit unterschiedlichen Möglichkeiten in die Fläche gehen? Wenn wir bei den politischen Stiftungen auch immer die Frage, wie gehen wir mit den vorhandenen Mitteln um? Können wir uns damit leisten, eine große Rundtour zu machen im Sinne einer Ausstellung zum Beispiel oder große politische Diskussionsveranstaltungen. Was können wir, was die Stärkung von kommunalpolitischen Strukturen angehen, tun? Und das ist natürlich weil es ja bei Ihnen kostenintensiver ist als bei den politischen Stiftungen, ist es natürlich so, würde ich schon fragen, was können Sie mit Ihren geringen Mitteln,
die Sie ja nur zur Verfügung haben, für dieses spezielle Land jetzt tun, um weiter in die Breite zu gehen? Und wo können wir das vielleicht noch weiter unterstützen? Natürlich enden wir dann natürlich am Geld, das wird mir jeder von Ihnen sagen, aber mich würde schon interessieren, was Sie an zusätzlichen Vorstellungen und Wünschen vor allem an uns hätten, damit wir parlamentarisch das durchsetzen können. Es ist ja ein besonderer Ausschuss hier, weil wir normalerweise ja in einer Allparteienkoalition hier agieren. Also für gewöhnlich. Vielen Dank. Frau Kollegin Müntefering. Ja, ich kann an das Gesagte anschließen, vielleicht auch an die Worte des Vorsitzenden. Wir sind zwar das kleinste Gremium im Deutschen Bundestag, aber sicherlich hat die AKBP in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Das sieht man ja auch an den alleine schon an den wissenschaftlichen Publikationen, die in den letzten 10 Jahren auch massiv zugenommen haben. Und deswegen ist das, denke ich, auch eine Bestätigung dessen, was wir hier machen. Das direkte Gespräch ist eben gerade auch in schwierigen Zeiten nicht zu ersetzen. Und deswegen freue ich mich, dass wir auch die Gelegenheit haben, in diesem Ausschuss, der ja die sanfte Macht der Außenpolitik darstellt, auch über das Jahr der russischen Sprache tatsächlich uns auszutauschen, auch in den Zeiten, die, wie gerade schon angesprochen sind, wurde, schwierig sind. Wir wollen den Austausch der Zivilgesellschaft, ja, aber natürlich ist auch der Fortschritt in der Ukraine-Krise für uns wichtig. Wir reden darüber, dass wir eine internationale Kontaktgruppe jetzt herstellen wollen. Herr Missfelder hat gerade bereits gesagt, dass wir die Dinge hier täglich verfolgen und viele von uns, die hier anwesend sind, sind eben auch sehr intensiv in den letzten Wochen beschäftigt, gerade mit dieser Krise. Ich möchte aber noch auf eins abheben, auch auf eine persönliche Erfahrung, die ich mit der russischen Sprache gemacht habe, tatsächlich auch zu meinen Schulzeiten. Was mich persönlich sehr geprägt hat, ist das Märchen, das russische Märchen, die russische Mythologie. Und das wurde gerade noch nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob das auch in der Planung dieses Jahres mit berücksichtigt werden kann. Aber wenn wir in die Breite gehen wollen, wenn wir die Kinder erreichen wollen, dann muss man, glaube ich, einerseits über die großen Namen der Literatur sprechen, aber eben auch über das Märchen. Und da fiel mir auch ein, Herr Gauweiler, ich glaube, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, Apfel heißt auf Russisch Jabloko. Frau Müntefering, wir müssen uns das als neuen Slogan unseres Unterausschusses merken, was Sie gerade kreiert haben. Auswärtige Kulturpolitik, die sanfte Macht der Außenpolitik. Herr Dr. Dehm. Ja, Herr Vorsitzender, Herr Botschafter, die Kollegin Schmidt hat es ja auch durchklingen lassen, dass wir natürlich das so nicht ausblenden können, welche Sorge uns umtreibt in der Ukraine. Und da ist die Diplomatie natürlich geeigneter als alles Gerassel von Worten und Säbeln. Haben Sie für das Programm aufgrund der Situation der Ukraine Schlussfolgerungen gezogen? Halten Sie Änderungen bzw. Ergänzungen Ihrer Vorhaben aufgrund dieser aktuellen Situation für nötig? Das wäre meine erste Frage an Sie. Dann nach der Rolle der zivilgesellschaftlichen Akteure. Die sind in solchen Situationen oftmals den staatlichen sogar überlegen und können zum Dialog mehr beitragen. Und drittens, der Kollege Missfelder hat es ja auch angesprochen, die Stiftungen, welche Rolle spielen die politischen Stiftungen bei der Realisierung des Programms? Ich denke natürlich auch an unsere Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wie weit sind Sie einbezogen? Ich habe mich sehr gefreut über den Hinweis von der Kollegin jetzt mit den Märchen. Für mich war das so, ich habe immerhin dann 3 Jahre Russisch gelernt, als ich eine Übersetzung von Jewgeni Jewtuschenko in der Schule hatte mit Gedichten, und ich glaube sogar Stefan Hermlin hat die übersetzt gehabt, das weiß ich aber nicht ganz genau. Und damals war das ja noch nötig, da musste man, um sowas zu übersetzen, einen finden, der die Sprache beherrscht und lyrisch auch die Einfühlsamkeit hat. Das war bei vielen dieser Gedichte sehr geglückt und hat mich dann auch sehr animiert,
über die Märchen und Folklore und Tolstoi hinaus dort mal etwas reinzuschnuppern in das Eigentümliche, was ja jede Sprache erst einmal hat. Also Shakespeare sagt, ich habe das Wort vergessen und körperlos taumelt der Gedanke zurück ins Prunkgemach. Der Schatten, das heißt auch im lyrischen Wort, in der Metapher, vollendet sich ja auch Denken. Was sehen Sie für Möglichkeiten, dass wir Popgruppen, Lyrikern eine vielleicht im Internet ausgebaute Brücke bilden, in der Dolmetscher und Künstler zusammenwirken, um auch die Sprachen näher zu bringen in der populären Kultur? Denn wir wissen ganz, ganz, ganz wenig über die Popszene und selbst ich, der da eigentlich herkommt, weiß sehr wenig über die Popszene, außer Pussy Riot, ich wollte das Wort Ihnen jetzt vermeiden, aber hört man ja auch in den Medien wenig. Und die Medien haben ja an Pussy Riot auch sicherlich nicht nur ein primär ästhetisches Interesse. Von daher ist die Frage, was da möglich wäre noch an Neuerungen, um vielleicht Lyriker und Dolmetscher zusammen wirken zu lassen. Und letzte Frage dann, übrigens zu diesem letzten Vorschlag würde ich natürlich auch mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Meinung sagen, aber das ist jetzt ganz die letzte Frage ganz spezifisch an den Herrn Botschafter. Deutschland sieht sich ja gerne als Kulturnation, obwohl es auch eigentlich auch eine Kulturennation ist, wenn man genau hinschaut. Und gerade jemand aus Bayern weiß, dass wir lange multikulturell waren, bevor die Türken kamen. Jedenfalls auch das, selbst das würde ich bejahen. Wie ist die Wahrnehmung der Bevölkerung bei Ihnen zu Deutschland? Ist das nur Goethe und Schiller, vielleicht auch Brecht, der ja in Moskau einen Preis bekommen hat? Oder gibt es eben jetzt auch Neuerungen und vielleicht auch in den aktuellen Entwicklungen Einschränkungen, die uns Sorge machen, der Einschränkungen, die wir zu bedenken haben? Ich danke. Vielen Dank, Herr Dehm. Herr Kollege Nuripur. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Botschafter, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Kommen und dass Sie uns Auskunft geben, uns mitdiskutieren über ein Thema, das wahnsinnig wichtig ist und das aber in diesen Zeiten vor einem wahnsinnig großen und vielleicht deutlich größeren Hintergrund gerade stattfindet. Ja, es ist zwingend notwendig, dass auch die soften Elemente von, wie es so schön heißt, in der klassischen außenpolitischen Schule, die soften Elemente der bilateralen Beziehungen auch gestärkt werden. Das muss natürlich aber darauf basieren, dass wir einander versuchen, gegenseitig auch mit dem, was wir mitzubringen haben, zu befruchten. Und in der russischen Literatur gibt es ja sehr viel Spannendes und sehr viel Aufregendes, was sicher es lohnenswert ist, auch von uns gelesen zu werden. Ich erinnere dort an Kusmin, der Flügel, indem er beschreibt, dass Homosexualität ein Aspekt ist der nationalen Kultur Russlands und der sexuellen Spezifik der Russen. Oder aber auch Frau Sinovieva Anibals, wenn ich es richtig ausspreche, 33 Ungeheuer, gilt heute als Manifest lesbischer Liebe. Das sind aus dem Jahr 1906. Das sind sehr große Werke, die es sich lohnt, sich auch anzugucken. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch eine Gesetzgebung in Russland, bei der ich mich frage, wie das vereinbar ist mit den kulturellen Aktivitäten, also beispielsweise das sogenannte, also das Gesetz zur Vermeidung, wenn ich es richtig weiß, zur Vermeidung von homosexueller Propaganda. Darf man eigentlich Symphonie Pathetik von Klaus Mann lesen, in dem das Leben von Tschaikowski sehr minutiös beschrieben wird, und zwar auch seine Homosexualität? Das wäre natürlich eine spannende Frage. Dasselbe gilt natürlich auch für Werke wie zum Beispiel von Frau Svetaeva. Mich würde auch interessieren, ob es Planungen gibt für konkrete Veranstaltungen oder Aktivitäten im Rahmen des Jahres auf der Krim oder in Donetsk oder wo auch immer. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich jetzt von zentraler Bedeutung, dass wir diese Stränge nicht abreißen lassen und im Gespräch bleiben miteinander. Und natürlich kann die auswärtige Kulturpolitik dort eine große Rolle spielen, unbenommen dessen, dass wir nicht vergessen können, in welchen Zeiten wir leben. So, vielen herzlichen Dank, meine lieben Kollegen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir Herrn Botschafter bitten. Sie haben ja jetzt eine ganze Menge schon gehört an wichtigen Hinweisen. Und wenn
Wir brauchen das jetzt nicht so schematisch wieder durchzugehen. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, sich dann dazu auch melden wollen, bitte lassen Sie mich es wissen. Bitte, Herr Botschafter. Dankeschön. Diese Runde hat mich wirklich ermuntert. Ich bin hierher gekommen, wie Sie, Frau Schmidt, gesagt haben, mit Unsicherheiten behaftet. Aber Ihr Ausdruck bezieht sich auf die Zukunft, mein auf die Vergangenheit. Ich bin wirklich ermuntert dadurch, was ich hier gehört habe. Und dass ich fühle mich bestätigt, dass wirklich diejenigen, die eigentlich Frieden und Verständigung haben wollen in Europa, die plädieren dafür, dass wir den Faden des Dialogs nicht abreißen dürfen, dass wir weiterreden. Und ich möchte sagen, dass die Rolle des zivilen Dialogs in solchen Situationen wie heute unheimlich wichtig ist. Das antworte ich auf Ihre These. Unheimlich wichtig ist, aus einem einfachen Grunde. Wir können in diesem Dialog so viel übereinander erfahren, so viel Informationen austauschen, wo wir jetzt im gewissen Sinne von Mainstream beeinflusst sind, können wir in direkten Kontakten mit den einfachen Leuten wirkliche Positionen diesen Leuten verstehen, erfahren, was sie eigentlich denken. Und ich kann Sie versichern, dass Sie manchmal sehr überrascht sein werden, wenn Sie die Meinung eines Russen hören in der heutigen Situation, insbesondere in der heutigen Situation. Die unterscheiden sich etwas davon, was allgemein gesprochen wird. Also ich kann auch die Zweifelnden versichern, dass mit der Homosexualität bei uns alles in Ordnung ist. Und Tschaikowski wird anerkannt als sehr bekannter Meister. Was können wir dafür? Der ist wirklich anerkannt als ein Symbol der russischen Kunst. Und jemand weiß Bescheid, was er noch darstellt neben diesem künstlerischen Talent. Aber niemand zweifelt an der Bedeutung von Tschaikowski. Und niemand zweifelt an Bedeutung von anderen Leuten, die genauso mit irgendwelchen Abweichungen behaftet sind. Bitte um Gottes Willen. Das ist ein Menschenrecht, das von allen respektiert wird. Wenn wir irgendwelche Maßnahmen treffen in Bezug auf die Minderjährigen, das ist etwas anderes, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Aber ich bin zu lange zu diesem Thema. Entschuldigung. Ich möchte nochmals wiederholen. Ich möchte mich herzlich bedanken dafür, dass Sie für die Fortsetzung des Dialogs plädieren. Es gibt sehr viele konkrete Dinge, die zu klären sind. Es gibt zum Beispiel so ein Thema wie der Zustand der russischen Schulreform und was die alles bringen kann im Sinne des Erlernens der Fremdsprachen. Das stimmt, das muss diskutiert werden. Und im Rahmen des bevorstehenden Jahres der Sprache und Literatur ist das ein sehr, sehr guter Anlass. Ich glaube, dass die 34 entsandten Professoren von DAAD ein gutes Beispiel ist, aber ich möchte nochmals wiederholen, wir sollten wenigstens vervierfachen diese Anzahl und auf beiden Seiten. Aber darüber muss man auch reden. Und insgesamt glaube ich, wenn wir nicht den Gedanken der Eskalation der heutigen Situation folgen werden, sondern von dem leiten lassen werden, was eigentlich
hier die Regierung Deutschlands, von der Regierung Deutschlands proklamiert war, und zwar, dass wir auf die Deeskalation der Situation arbeiten müssen. Da sind wir hier gut gewappnet sozusagen. Lass uns eben dran denken, daran arbeiten, was heute als Probleme genannt worden waren im Bereich der Kultur, im Bereich der Sprache und Literatur. Ich bedanke mich. Frau Sparwasser. Ganz kurz, nur ganz schnell, drei Punkte. Zunächst mal von Seiten des Auswärtigen Amts, aber sicher auch von Seiten aller Ermittler. Erstmal an alle Sie ein herzlicher Dank für die Unterstützung, die Sie uns gewähren, gerade in einer schwierigen Lage, in einer Lage, wo wir in einem anderen Klima dieses deutsch-russische Jahr geplant hatten, dass Sie uns unterstützen dabei, dass wir, und das habe ich mir auch notiert, die sanfte Macht der Außenpolitik weiter nutzen. Dafür vielen Dank. Dann der zweite Punkt, von mehreren von Ihnen war angesprochen worden, wie können wir weiter in die Breite gehen, wie können wir mit jungen Menschen in Kontakt treten. Da haben wir gerade im Rahmen des Deutschlandjahres jetzt einen großen Akzent drauf gesetzt, dass wir auch mit digitaler Diplomatie und auch mit viel Rap und Pop und diesen Dingen möglichst breit junge Leute erreichen, auch in entfernter liegenden Landesteilen. Und der allerletzte Punkt ganz schnell, wir haben mehrfach Märchen angesprochen. In der Kürze der Zeit war es uns nicht gelungen, Ihnen auch noch zu erzählen, das Goethe-Institut hat ein sehr, sehr schönes Programm, 200 Jahre Gebrüder Grimm, wo sehr viele Märchen auch angeboten werden in Russland. Das war's, danke. Vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt keine weitere Wortmeldung. Ich möchte Ihnen, Herr Botschafter, und Ihnen noch, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich danken. Sie haben nämlich gezeigt, dass auch in leicht konfliktträchtigen Zeiten das Thema einer Aussprache über die Kulturbeziehungen von Ländern eine beruhigende und pazifizierende, eine dämpfende Funktion, aber auch anregende Aufgabe haben kann. Und ich denke, dass wir uns in dieser Legislatur heute nicht zum letzten Mal treffen werden, sondern ich möchte anregen, die Kulturbeziehungen der Bundesrepublik Deutschland, des wiedervereinigten Deutschlands mit Russland, sind nicht mit irgendjemanden, sondern haben sowohl im innereuropäischen Dialog wie auch weltweit in unserer auswärtigen Kultur und Bildungspolitik herausragende Stellung. Und wir werden die nächsten Monate und diese Legislatur überhaupt zum Anlass nehmen. Das ist eigentlich unser fester gemeinsamer Wille, aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen kommend, diese Kulturbeziehungen voranzutreiben. Und natürlich auch unsere Sprache, wechselseitig unsere Sprache. Der deutsche Schriftsteller und Lyriker Botho Strauß hat einmal die Parole ausgegeben, wir müssen unsere Sprache schützen wie unsere Gewässer. Und ich freue mich um das Verständnis, das wir bei Ihnen haben. Ich weiß, die Töchter des russischen Präsidenten besuchen die deutsche Schule oder besuchen dann, haben erfolgreich dort Abitur abgelegt, die deutsche Schule in Moskau. Und wir wollen diese Kulturbeziehungen intensiv vorantreiben. Was heute nicht zur Sprache gekommen ist, sind die Beziehungen auch mit unseren politischen Stiftungen, wo es immer wieder auch Theater und Ärger gibt. Das ist vice versa. Und wir haben uns vorgenommen, das mal zu einem eigenen Thema zu machen, wo wir auf Sie zukommen dürfen. Ich habe aber es gibt noch einen ganz anderen wichtigen Bereich, den ich zumindest angesprochen haben möchte. Das sind die Kulturbeziehungen der deutschen Länder zu Russland. Der Leiter der Arbeitsgruppe Kunst der Kultusministerkonferenz, Herr Böck, Arbeitsgruppe ist in der Hand Bayerns und des bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, hat mir eine ganze Liste von aktuellen Beschreibungen auch der universitären Beziehungen und der kulturellen Beziehungen zwischen den deutschen Ländern und Russland gebracht. Zurzeit ist in Garmisch-Partenkirchen eine aktuelle große Tagung mit 50 Kulturmanagern aus ganz Russland.
die sich über mögliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit unterhalten. Und parallel dazu ist zurzeit im sibirischen Perm ein großes Museumsforum zwischen Vertretern deutscher Museen und russischer Museen. Interessantes Tagungsthema ist, difficile ist non satiram scribere, Tagungsthema der Museumsforscher ist übrigens, in Anführungszeichen, Krieg im Museum. Dort soll er auch bleiben. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind, Herr Botschafter. Vielen herzlichen Dank von uns allen und vielen herzlichen Dank auch an Sie. Nachdem wir keinen weiteren Punkt auf der Tagesordnung haben und zu Verschiedenes keine Wortmeldungen vorliegen, schließe ich die Sitzung. Vielen Dank und guten Nachhauseweg.